Ja, da kann man draufklettern und in den Schornstein springen oder so. Ich weiß nicht, was das bringt. Wollen wir eins hinstellen zum Testen? Einfach zum Gucken? Oh, Atomkraftwerk. Hallo und herzlich willkommen zu Satisfactory. Wenn ihr ein richtiger Fixit-Ingenieur seid, dann erratet ihr vielleicht schon, was ich hier vorhab. Ich plane hier nämlich die ersten Control Rods, diese Electromagnetic Control Rods. Ich habe das mal vorbereitet, ich habe hier jetzt 4 von diesen Assemblern stehen. Die sollen die Dinger dann herstellen und die stellen dann jeweils 2 pro Minute her, also nicht allzu viel. Aber ich denke mal, das sollte reichen. So ein Atomkraftwerk muss ja auch nicht ständig ihre Control Rods oder den Brennstoff austauschen, das hält immer so ein bisschen. Mal gucken, wie viel die dann wirklich verbrennen. Wir werden sehen. Der Stromverbrauch sieht im Moment so aus. Das heißt, wir haben das noch nicht angeschlossen. Das machen wir jetzt mal. Wir schließen das da drüben an. So, dann sollte das jetzt anlaufen. Jetzt können wir nochmal gucken, wie der Stromverbrauch wirklich ist. Okay, da sind gerade Kraftwerke ausgefallen. Da muss ich wahrscheinlich wieder Fuel nachliefern. Wir sind jetzt bei 3 Gigawatt. 3,6 ist die Kapazität. Wir haben hier noch 1 Gigawatt ungefähr vor der Tür stehen, direkt mit den Fuel Generators. Die muss ich nur wieder versorgen und das ist keine nachhaltige Sache. Also wir haben hier nicht genug Fuel Production, um die durchgehend zu versorgen. Das heißt, das ist eher so ein Aushilfsding mit den 3 Reaktoren. Aber im Moment läuft's ja. Unser Stromverbrauch ist akzeptabel. Und solange das so bleibt, werde ich da mal nicht nachfüllen, sondern wir stocken erstmal unsere Reserven an Fuel wieder auf. Okay. Unter 3 Gigawatt ist immer gut. Das mag ich. Ja, die sind jetzt am Craften. Das heißt, wir haben gleich die ersten Control Rods. Und dann geht es natürlich dran, die Atomkraftwerke zu installieren. Das sind die ersten beiden selbstgebauten Electromagnetic Control Rods. Die können wir direkt mal mitnehmen, die 3. Und dann gucken wir jetzt mal, wo wir das installieren. Hä? Das ist natürlich jetzt eine große strategische Frage. Wo wollen wir unsere Atomkraftwerke installieren und die Gegend verstrahlen? Das ist natürlich nicht so cool. Wo würdet ihr die denn am ehesten aufbauen? Das würde mich mal interessieren. Wo habt ihr eure Atomkraftwerke stehen? Oder wo meint ihr, wäre die beste Location für die? Also ich denke mal weit weg von unserer Base. Das mal so als das Mindeste, als die mindeste Sicherheitsvorkehrung. Und ich werde auch versuchen, das Uranerz alles aus unserem einen Vorkommen rauszuholen, dass wir da keine weiteren irgendwie erschließen müssen, weil das doch alles so eine ziemlich strahlende Sache ist, ne? Jetzt gucken wir mal dahin, wo ich mir gedacht habe, dass wir vielleicht so Atomkraftwerke ganz gut installieren könnten. Wir sind ja noch gar nicht so weit, die Atomkraftwerke überhaupt hinzustellen. Das dauert ja noch ein ganzes Weilchen. Aber wir müssen uns ja schon Gedanken machen, wo wir die Produktion von den ganzen Fuel Rods machen. Wo wir die installieren, weil die sind ja auch radioaktiv. Das ist also schon so eine größere Sache mit dem Atomkraftwerk. Hier unten ist ja die Schlucht mit dem Sam-Ohr. Da müssen wir jetzt so ein bisschen außen rum fahren. Ich bin hier noch nicht viel mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen, ehrlich gesagt. Aber wir nehmen das jetzt mal mit, damit wir so ein bisschen mehr transportieren können. Und dann können wir uns ja die Wege so ein bisschen merken vielleicht. Das sieht aus wie Eisen oder Kupfer, ne? Und hier kommen wir jetzt gleich in die Nähe von unserem Kohlevorkommen. Das ist da oben drauf, ne? Oder war das? Irgendwo hier war ein Kohlevorkommen. Ich glaube oben drauf. Da, wo die Mine steht. Und dahinter war das Schwefelvorkommen. Da sind wir gerade unterwegs. Wenn wir auf die Map gucken, dann sieht es so aus. Wir sind also jetzt hier. Da ist die Hidden Cave. Das wäre so eine Idee. Vielleicht können wir in der Hidden Cave dann unsere radioaktiven Abfälle entsorgen. Also, ich mache mir schon so Gedanken, aber das ist jetzt alles noch fraglich, wie wir das genau managen. Ansonsten gibt es ja auch diese Inseln hier. Da gibt es zum Beispiel auch wieder so eine Insel. Da haben wir, glaube ich, da habe ich auch schon rausgebaut. Also da haben wir einen Steg hin. Oh, das ist giftig. Fahren wir da mal hier schnell vorbei. Und ich könnte hier jetzt auch runterspringen mit dem Buggy, aber dann nehmen wir halt so ein bisschen Schaden. Das ist immer doof. Der Buggy macht das easy, der federt das weg. Aber komischerweise nehme ich da irgendwie so ein bisschen Schaden mit dem Charakter. Deswegen machen wir das jetzt mal nicht, sondern lassen ihn hier stehen. Das ist nämlich ziemlich cool, da runterspringen eigentlich. Und ihr seht schon, ich habe so ein bisschen vorbereitet. Ich habe das ganze Grünzeug entfernt. Das heißt, wir könnten hier jetzt theoretisch anfangen, unsere Kraftwerke hinzustellen. Ich habe gedacht, das wäre eine gute Location. Was meint ihr?
Hier so ein riesiger nebliger Krater. Der ist relativ eben. Den könnten wir also ganz gut zubauen. Und weiß nicht, irgendwie würde das passen, oder? Atomkraftwerke einen Krater bauen. Wenn da was passiert, dann ist da eh schon ein Krater. Ob der dann noch tiefer wird oder nicht, ist da nicht so wichtig. Und ja, es ist ein bisschen weiter weg von unserer Base. Das ist auch gut. Ich denke, hier sollte das ganz gut funktionieren. Und hier oben könnten wir dann zum Beispiel, auf dieser Anhöhe könnten wir die Produktion von den ganzen Fuel Rods und so machen. Da brauchen wir dann auch wieder Platz für. Also das wird alles ziemlich interessant. Unser Vorkommen ist ja hier bei den Bahngleisen. Hier ist das Uranvorkommen. Jetzt könnte ich natürlich das da abholen und mit so einem Traktor zum Beispiel hier durchtransportieren. Hier unten lang, da durch. Und dann hierher. Da müssen wir aber bei der Base vorbei. Das wollen wir nicht. Wir können auch hier dann hoch und da irgendwie lang. Das ist alles irgendwie suboptimal. Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir das hier so machen, dass wir hier oben rumfahren. An diesem See vorbei, den wir schon erkundet haben. Und dann hier irgendwie so durch. Und von da aus hier zu uns her und zu unserer Fabrik. Das wäre so eine Idee. Weil da sind wir relativ selten unterwegs. Wenn es da dann so ein bisschen strahlt, dann ist das jetzt nicht so tragisch. Hoffe ich. Ja, also das sind so die Pläne. Ich denke, am besten bauen wir wahrscheinlich erstmal einen Traktor und gucken uns die Route an. Ne? Aber wir müssen das ja dann hierher transportieren. Wir können das natürlich auch vor Ort produzieren. Das ginge theoretisch auch, ist aber ein bisschen unpraktischer, ne? Ein bisschen umständlicher. Ich bin am Überlegen. Wenn wir die Control Rods direkt vor Ort da... Ach, die sind ja nicht drin in der Liste, ne? Da müssen wir kurz so einen Assembler hinstellen. Also das ist schon, das will gut geplant sein, das Ganze. Stellen wir den mal irgendwo hin, wo es geht, hier. Und gucken uns die Cells an. Dafür bräuchten wir theoretisch nur Beton. Das lässt sich auch ganz gut vor Ort herstellen, weil die Vorkommen gibt es ja eigentlich überall. Aber in der Höhle gibt es sie natürlich nicht. Also beim Uranvorkommen direkt haben wir sowas nicht. Das heißt, wir müssten das da wieder hin transportieren. Und für die eigentlichen Fuel Rods brauchen wir dann auch noch Beams. Das ist dann wieder noch komplizierter. Eieiei. Na gut. Ich denke, ich gucke jetzt mal, wie ich die Route installiere. Und dann gucken wir weiter. Wir könnten dann natürlich schon mal gucken, wie groß die Kraftwerke sind. Nuclear Power Plant. Das könnten wir sogar schon installieren. Also ich denke, wir kriegen hier auf jeden Fall 4 rein. Wenn wir mehr reinkriegen, werde ich mehr installieren. Okay. Ja, die haben die beiden. Ein- und Ausgang haben sie vorne. Und ja, da kann man draufklettern und in den Schornstein springen oder so. Ich weiß nicht, was das bringt. Wollen wir eins hinstellen zum Testen? Einfach zum Gucken? Oh, Atomkraftwerk. Yeah. Riesiges Ding. Gucken wir mal oben rein, oder? Schauen wir mal, was da so abgeht. Oh, das ist vergittert. Okay. Das ist natürlich praktisch. Dann können wir da auch nicht reinfallen. Nee. In den Kühlturm. Also, das ist jetzt wohl das Atomkraftwerk. Das besteht ja praktisch nur aus Kühlturm. Das ist ja ein komisches Atomkraftwerk. Aber das funktioniert bestimmt, ne? Hat das jetzt Input? Waste. Okay, das hat 2 Slots. Was das ist wahrscheinlich dann das, was gerade verbrannt wird und die Leiste, ne? Was stellst du denn her? Das wissen wir nicht, ne? Wie viel das herstellt, wissen wir erst, wenn wir das betreiben. Okay, dann wissen wir jetzt nicht wirklich viel mehr. Ich lasse das da mal stehen. Was kostet das? Das kostet ziemlich viele Ressourcen, aber ist eigentlich machbar. Kostet ziemlich viele von diesen... wie heißen die Teile? Diese... Die Dinge? Highspeed Connector. Das kostet ziemlich viele von den Dingern. Okay, ich nehme jetzt mal den Buggy und kundschafte uns eine Route für das Uranerz aus. Und dann fangen wir, glaube ich, mal an, hier die ganzen Cells und Rods und so weiter zu produzieren. Die Fuel Rods und die Fuel Cells. Die sind ja auch radioaktiv, das heißt, wir müssen das auf jeden Fall hier vor Ort machen, weil wir keine anderen Gebiete verstrahlen wollen. Also wenn ich mir das so angucke, dann kriegen wir da auch 5 bis 6 Kraftwerke rein, ne? Ziemlich cool. Der ist ganz schön groß, größer als gedacht. Der Krater gefällt mir. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe mal angefangen, die Assembler hinzustellen, indem wir dann die Uranium Cells herstellen.
hab den ganzen Weg ausgekundschaftet und hab festgestellt, ja, da gibt's eigentlich keinen richtig guten Weg hin. Also, das ist ein bisschen schwierig. Wir sind ja mit der Bahn unterwegs. Die Bahn fährt hier durch und dann da in diesen Tunnel hier rein. Und ich könnte jetzt entweder durch den Tunnel durchfahren mit einem Fahrzeug, was ziemlich schlecht ist, weil da Schienen sind, und dann hier hoch und dadurch hierher zu uns. Und ich denke, das machen wir auch. Die Alternative wäre, hier oben aus dem Tunnel rauszufahren, was ein bisschen besser geht für einen Tunnel jetzt. Also im Tunnel ist man da ein bisschen besser unterwegs, kommt relativ schnell hier oben raus und kann dann hier um die Ecke rum und irgendwie hier durch. Ich glaube, wir müssen dann hier runter. Hier ist, glaube ich, meine Rampe, ne? Hier ist der Eingang zu der Höhle, die wir gefunden haben. Hier geht's die Rampe runter, dann geht's an diesem See vorbei und dann muss ich mich irgendwie da durchschlängeln. Und das ist extrem umständlich. Ich glaube, wir müssen dann noch hier lang und da irgendwie rum durch das Blue Leaves Biom teilweise durch. Ich weiß nicht, ob wir da unten lang kommen. Müsste man auch gucken. Das ist, glaube ich, mega umständlich. Der Weg ist sehr schlecht, da sind sehr viele Klippen und sowas zwischendrin. Deswegen denke ich, nee, versuchen wir es hier unten aus dem Tunnel raus und dann hier hoch. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also der Weg hier müsste ganz gut klappen. Im Tunnel weiß ich noch nicht so ganz, wie wir das hinkriegen. Das ist dann so ein bisschen interessanter. Schauen wir mal. Und ich habe jetzt schon mal losgelegt. Wir brauchen jetzt natürlich ein Konzept. Das Ganze müssen wir jetzt von der ersten kleinen Anlage an perfekt planen und hinstellen. Und es muss dann selbstständig laufen, so ist der Plan. Wir wollen hier später nicht mehr viel dran rumfuschen, weil später brauchen wir dann unsere extra Hazmat-Suit und viel Glück, dass wir da am Leben bleiben, weil das wird ziemlich verstrahlt sein hier. So viel ist, denke ich, schon ziemlich klar. Ich weiß gar nicht, ob die Atomkraftwerke an sich strahlen. Ich hoffe mal nicht. Ich weiß es aber nicht. Was auf jeden Fall strahlt, sind die Abfälle und die ganzen Brennstoffe, also in dem Moment, wo wir das automatisieren und über Förderbänder laufen lassen, wird hier immer alles verstrahlt sein. Und alleine schon diese Truckstation, wenn wir hier die Erze anliefern, dann wird das Ding wieder ultra verstrahlt sein. Das kennen wir ja schon. Also das wird ein bisschen schwierig. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ich habe die Truckstation auf jeden Fall schon mal installiert. Habe hier so ein Förderband hingelegt. Da werden wir dann später das Fuel hier reinbringen, damit unser Traktor dann auch immer versorgt ist. Das werden wir bestimmt automatisieren, da muss ich mal gucken. Wir müssen unsere Fuel Production wieder so ein bisschen umstellen. Die habe ich ja so teilabgeschaltet, glaube ich. Die ist auch bei der alten Fabrik. In der neuen Fabrik haben wir noch kein Fuel, das müssen wir noch machen. Da gibt es noch viel zu tun. Aber soweit steht es hier jetzt schon mal. Ich habe hier, wie gesagt, die Assembler hingestellt. Die wollen die Cells herstellen, die brauchen dafür aber noch Concrete. Und natürlich das Uranienerz, was dann von hier oben runterkommt. So der Plan. Für Concrete gibt es hier mehrere Vorkommen. Ich glaube, da drüben ist eins, hier unten ist auch eins. Das können wir auch direkt mal erschließen. Und zwar haben wir hier jetzt die Turbomotoren. Das heißt, wir können unseren ersten MK3-Miner da aufstellen. Ich glaube, der sieht genauso aus wie alle, oder? Also, da gibt es so leichte Unterschiede, aber die sehen alle sehr ähnlich aus. Da steht er. Sweet. So sieht das Teil aus. Ja, sieht ähnlich aus. Müsste ich jetzt ein anderes daneben stellen, damit ich die irgendwie auseinanderhalten kann. Ist aber jetzt ein MK3. Und der wird hier dann 240 rausziehen, wie es aussieht. Das ist ein normales Vorkommen. Das sollte dann schon mal reichen. Ich denke, mehr brauchen wir dann gar nicht. Damit stellen wir dann Beton her. Gut. Ich denke, das machen wir hier im Obergeschoss oder so. Mal schauen. Was wir dann auch noch brauchen, sind natürlich Manufacturer. Die Manufacturer brauchen wir, um die Uranium, also die Brennstäbe praktisch herzustellen. Hier stellen wir ja nur die Cells her. Und die Uranium Fuel Rods, da brauchen wir einen Assembler für. Das heißt, wir müssen mindestens so breit bauen wie hier mit vier solchen Foundations. Jetzt gucken wir mal, ob das hier auch noch hinpasst. Also wir werden den Krater komplett zubauen, so der Plan. Ich denke nicht, dass wir hier irgendwas übrig lassen werden. Wir müssen das wirklich komplett ausnutzen. Machen wir das mal so. Ich glaube, das sieht gut aus, oder? Wir hätten es noch eins weiter zurück platzieren können, vielleicht. Vielleicht machen wir das noch. Die sind halt riesengroß. Und ich habe schon rumprobiert. Ich weiß, dass wir viele von den Dingern brauchen. Wie viele, weiß ich noch nicht genau. Da müssen wir noch ein bisschen ausrechnen. Aber wir werden viele brauchen. Macht das was aus, wenn die sich überschneiden? Wir sind jetzt erst drei tief und wir müssen vier. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen umbauen. Keine Ahnung, wo die jetzt gelandet ist. Machen wir es mal so. Das passt mit dem
mit dem Miner noch ganz gut. Hier hinten müssen wir einfach noch eins weiter hintergehen, denke ich. Dann machen wir das so. Bäm. Oh. Die. Vielleicht lassen wir die untere Etage frei und nutzen die dann für was anderes und machen die obere größer. Und ihr seht schon, das wird auch platztechnisch interessant. Das auf jeden Fall. Ich muss mir überlegen, wie ich das hier dann mache, ob ich die Ecken beschneiden lasse. Das wäre jetzt nicht super tragisch, ne? Sehe irgendwie interessant aus. Haben wir noch nicht gemacht bis jetzt. Okay. Ja, also wir brauchen das 4 tief. Das heißt, ich muss da noch hochbauen. Vielleicht machen wir das so, dass wir die... dass wir das hier oben nur drei... hier unten nur 3 breit machen und oben dann 4 breit. Und machen das Gebäude dann einfach entsprechend hoch. Das könnte ganz gut funktionieren. Okay. Ja, die Assembler. Stellen wir mal kurz einen hin zum Testen. Oder den Manufacturer heißt die Teile. Die so. Kommen wir so ein bisschen durcheinander mit den ganzen Geräten. Ihr seht schon, wir brauchen auf jeden Fall 4, weil das Ding an sich ist schon fast 3 Foundations breit. Und wir brauchen vorne und hinten natürlich noch Platz, um die Sachen rein und raus zu führen. Diese Nuclear Fuel Rods, die kosten eben die Uranium Cells, die Encased Industrial Beams, die müssen wir hierher transportieren. Und die Control Rods, die müssen wir auch hertransportieren. Gucken, wie wir das machen. Wahrscheinlich am besten mit einer Eisenbahn. Das wäre eine kurze Eisenbahn, aber das könnte man machen. Die könnte das ganz gut transportieren. Ansonsten bräuchten wir 2 Truckstations zusätzlich. Das ist fast ein bisschen umständlich, ne? Dann lieber so eine Trainstation. Mal gucken, wie wir das machen. Das wird ein Riesenprojekt hier, ne? Das ist keine Kleinigkeit mit den Atomkraftwerken. Da gehört ziemlich viel dazu. Und da kommt immer mehr dazu irgendwie. Alle paar Minuten. Also das wird nicht weniger. Okay. Also ich werde mal das Gebäude hier weiterbauen. Hier brauchen wir natürlich überall noch Wände. Da muss ich erstmal wieder zurück und Ressourcen holen, glaube ich. Beton haben wir noch einiges. Aber wir brauchen dann Metal Plates und so ein Zeug. So. Weiter hier rein können wir nicht bauen. Dann kommen wir, glaube ich, kriegen wir Probleme mit dem Miner. Und wir wollen ja möglichst viel Platz lassen, dass die Atomkraftwerke da später auch noch hinpassen. Also, da müssen wir drauf achten. Oh, hier ist so viel Platz gerade. Wollen wir das hier noch nutzen? Ja, sicher, oder? Also es laggt schon ziemlich übel und es ist dabei ziemlich egal, wo auf der Map ich eigentlich bin. Das laggt eigentlich überall. Okay, wir müssen das Ding da hinten abbauen, das Vorkommen, glaube ich. Okay, das reicht. Weiter brauchen wir dann nicht bauen. Da kommt dann der Durchgang hier, den machen wir nicht zu. Aber wir können auf jeden Fall mal bis hier hin bauen, ne? Oder bis hier? Ja, das sollte gehen. So. So. Dann bauen wir hier so eine kleine Beule, die ein bisschen weiter rausgeht. Ungefähr so. Oh, das wird viel Beton kosten. Aber wir machen das. Okay. Ja, hier können wir auch noch bauen. So. Machen wir das dicht. Die Pflanze müssen wir leider hier absägen. Die ist bestimmt auch im Weg. Nee, die können wir auch zubauen. Dann lasse ich die stehen, oder? Besser als sie abzureißen. Vielleicht können wir irgendwann mal umbauen. Keine Ahnung, wo die Foundation gelandet ist. Vielleicht, wenn wir irgendwann das wieder abreißen, dann freuen wir uns, dass da wieder eine Pflanze steht. Wer weiß. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. Da muss ich noch so ein bisschen vorbereiten. Zum Beispiel das Ding da hinten abbauen. Und dann stellen wir da die Manufacturer rein. Für die Uranium Fuel Rods. Oh yeah, so sieht das Ganze jetzt aus. Das hat einen ganzen Moment gedauert, bis das erstmal stand. Aber wir haben jetzt da so einen riesen Gebäudekomplex, in dem wir alles machen können, was irgendwie mit unserer Atomkraft zu tun hat. Und das ist ja doch einiges. Hier steht das erste Atomkraftwerk. Ich weiß noch nicht genau, ob das da stehen bleibt, aber das steht schon mal ganz gut. Ich werde mal gucken, wie viele hier dann reinpassen. Das machen wir heute nicht mehr. Ich denke, viel weiter kommen wir nicht mehr. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was hier so passiert ist. Ich habe hier 3 Linien. Die eine ist natürlich die Spritlinie, die kennen wir schon. Gasolin geht hier zur Truckstation, ist ja klar. Die ist auch schon mit dem Strom verbunden und so. Also der Stromverbindung steht natürlich noch nicht. In dem Moment, wo wir hier die Stromverbindung dann wirklich herstellen, dann geht hier alles los. Im Moment haben wir natürlich die Ressourcen noch nicht. Das heißt, im Moment ist noch alles safe. Aber sobald hier die nötigen Ressourcen da sind und wir den Strom hier anschließen, dann geht es richtig los. Das sollte jetzt nämlich alles stehen und soweit funktionieren. Das ist die Storage für die Electromagnetic Control Rods.
Und die müssen wir erstmal hierher führen. Das heißt, da müssen wir dann entweder den Conveyor Belt bis zur Fabrik rüberführen oder wir müssen da irgendwie was mit dem Zug machen oder so. Da müssen wir mal gucken, wie wir das genau managen. Und ich denke mal, ein Zug ist fast ein bisschen aufwendig, ne? Ich weiß nicht, ob wir den irgendwie... Also in der Nähe von der MK2-Fabrik kriegen wir eigentlich nichts mehr unter. Da ist schon überhaupt kein Platz mehr. Und das ist die Storage für die Encased Industrial Beams. Die kommen hier auch über den Conveyor Belt rein. Und das sind die beiden Zwischenstorages dafür. Das heißt, wir brauchen jede Menge von diesen Beams, aber die werden eigentlich relativ schnell produziert in der MK2-Fabrik. Das sollte kein Problem sein. Die Dinger gehen auch ziemlich schnell. Da haben wir ja, glaube ich, 3 oder 4 Produktionsanlagen stehen. Das geht auch ziemlich schnell. Da haben wir irgendwie 15, 20 pro Minute. Und von dem her sehe ich da eigentlich keine Probleme. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wofür wir die brauchen, sehen wir dann gleich. Ich zeige euch nochmal kurz hier unten, wie es aussieht. Das ist die untere Rampe, die kennt ihr schon. Da haben wir schon zusammen hier losgelegt. Das ist jetzt alles ein bisschen voller geworden. Das ist klar. Aber wenn wir hier durchlaufen, dann sehen wir so einigermaßen, was hier läuft. Da stehen 4 von diesen Assemblern. Die stellen alle Uranium Cells her. Das heißt, die brauchen Uranerz aus der Trackstation und Concrete. Concrete kommt ja von unten. Nehmen wir mal so eine Wand raus, gucken kurz runter. Das kommt von unten da hoch. Genau, und da von der Mine kommt also kein Concrete, sondern erstmal Limestone. Das geht da hoch. Und Concrete wird dann in der nächsten Fabrikhalle hergestellt. Machen wir hier wieder zu. Die Fenster haben wir noch nicht. So. Weg. Ich glaube, die Wand steht. Gut. Ja, hier haben wir so ein bisschen ineinander gebaut. Aber ich finde, das sieht ganz cool aus. Das passt so. Gefällt mir. Hier haben wir so eine Öffnung. Das ist ganz praktisch, um hier rauszukommen und schnell aufs Dach oder so. Nehme ich oft die Abkürzung. Und dann haben wir natürlich überall die Stromverbindung gelegt. Das war auch so ein bisschen umständlich. Was hier wieder reinkommt, ist dann letztendlich der Concrete. Der kommt dann hier rein, geht da rein, wird da rein verteilt in die ganzen Assembler. Und hier wird er eben hergestellt. Da kommt der Limestone rein. Hier stehen jetzt 4 Konstruktoren, die alle brav Concrete herstellen. Die habe ich noch nicht gescheit eingestellt, wie es aussieht. Das holen wir mal schnell nach. Das muss wirklich alles anlaufen. Also wir dürfen nur noch kleine Handgriffe machen müssen. Wir wollen uns hier wirklich nicht mehr aufhalten, wenn das Ganze dann läuft. Also das ist super wichtig. Ja, also das kommt vorne rein, hinten wird das Zeug eingesammelt. Hier geht der Concrete rüber und wird dann in die Control Rods verarbeitet. Da drüben haben wir noch einen großen Eingang, da kommen wir auch mit dem Fahrzeug rein, wenn wir das wollen. So ein Eingang mit Rampe. Die Halle habe ich hier nochmal freigelassen komplett, falls wir irgendwas mal nachrüsten müssen. Da gehe ich eigentlich von aus. Mal gucken, wie das alles funktioniert. Vielleicht brauchen wir später noch mehr. Mal gucken, wie die Kapazitäten hier sind. Und wie viel diese Atomkraftwerke dann eigentlich verbrennen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Rods die brauchen. Das werden wir dann sehen. Jetzt gehen wir ein Stockwerk höher. Das Gebäude hier ist dann schon zu Ende. Da stehen dann nur die Storages oben drauf. Mehr baue ich da nicht mehr. Ich finde die jetzt schon ziemlich groß. Also wenn die jetzt schon größer sind als die Atomkraftwerke, dann reicht das, glaube ich. So groß hatte ich das nicht geplant, aber die Konstruktion hier von den ganzen Bauteilen, die ist doch ziemlich aufwendig. Also von den... Ja, von den Control Rods und beziehungsweise die haben wir ja in der Fabrik hergestellt. Von den Uranium Cells und Uranium, wie heißen die? Nuclear Fuel Rods. Genau, die heißen nicht Uranium, sondern Nuclear Fuel Rods. Das sind die letztendlichen Geräte, die wir dann brauchen, um die Kraftwerke zu betreiben. So sehe ich das. Also, das ist meine Vermutung. Mal gucken, wie das dann läuft. Ich bin ja der totale Atom-Noob hier. Das werden wir dann alles sehen. Aber ich glaube, das sollte so ganz gut funktionieren. Wir haben dann die wichtigsten Sachen produziert. Das Einzige, was hier noch fehlt auf dem mittleren Belt, ist eben Uranerz. Ansonsten haben wir alles hier, die Beams und die Control Rods. Und genau, also die Uranium Cells kommen dann von unten aus dem Stockwerk hoch. Die kommen dann hier rein. Hier kommen die Rods rein, da oben kommen die Beams rein. Wir haben 5 von den Manufacturern stehen. Die stellen jeweils 0,4 pro Minute her, also sehr, sehr wenig. Da müssen wir dann gucken. Notfalls können wir das ein bisschen upgraden, ne? Die brauchen sehr wenige Ressourcen. Die brauchen relativ viele Uranium Cells, 10 Stück. Müssen wir mal gucken, wie viel wir davon dann haben. Aber wenn wir da genug von haben, dann können wir die hier noch so ein bisschen upgraden, die Geräte. Oder notfalls vergrößern wir oben unten im Untergeschoss nochmal die Produktion von diesen Cells. Und dann haben wir, glaube ich, von allem genug, um hier noch mehr von diesen Nuclear Fuel Rods herzustellen. Falls die Atomkraftwerke da so schnell das Zeug verbrennen sollten. Wir werden sehen. Hier wird das Zeug dann auf jeden Fall gestoraged, also gespeichert. Das ist die Zwischenstorage für die Nuclear Fuel Rods. Das ist ein bisschen komplizierter gewesen. Das ist ein riesen Verhau hier, ne? Also da laufen die ganzen Rohstoffe rüber. Und das Produkt kommt hier raus.
Das sind die... Hier laufen dann die ganzen Fuel Rods zusammen. Das war ein bisschen umständlich, weil hier unten noch ein bisschen Gras mit drin war. Das heißt, ich konnte da den Merger nicht hinstellen. Der steht dann hier vorne. Da kommen die beiden Linien raus, laufen da zusammen. Und hier hinten war es ein bisschen eng. Das hatte ich ja alles so breit gebaut, wie es ging mit den Gebäuden. Dann habe ich gedacht, passen hier noch zwei rein. Aber da sind wir nicht mehr vorbeigekommen mit dem Belt. Das heißt, ich habe den Belt da rausgeführt. Der geht dann da drüben wieder rein hier. Einmal über alles drüber und geht dann auch mit hier rüber in diesen Merger und in die Storage. Ja, und damit steht das Ganze eigentlich. Hier ist der Ausgang. Hier geht das ganze Zeug dann raus zum Atomkraftwerk. Ich habe überall eigentlich die kleinen Belts verbaut, also ziemlich viele normale Conveyor Belts und auch so ein paar von den MK3 sind das, ne? Das sind meine Lieblingsbelts hier, die MK3. Die sind zwar schon schnell, aber man sieht noch so ein bisschen, was läuft. Die sind noch nicht so framey und die sehen auch ganz cool aus. Die habe ich fast überall verbaut, weil wir ja so wenige Ressourcen brauchen, dass wir die eigentlich ganz gut nutzen können, denke ich. Genau. Ja, und hier fehlt die Stromverbindung, ne? Das ist nicht so gut. Dann hau irgendwie das hier rausnehmen und die Stromverbindung wiederherstellen. Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht mehr da war. Habe ich vielleicht irgendwann abgerissen aus Versehen? Jetzt steht es auf jeden Fall wieder. Ich glaube, die Fabrik steht und ist fertig soweit. Wir müssen dann nur noch die Atomkraftwerke verbinden und die Ressourcen anliefern. Man sollte das ganze Ding automatisch laufen. Ich glaube, es war verbunden. Man sieht das nur überhaupt nicht. Ne? Das Kabel geht hier direkt durch den Pol runter. Super praktisch. Und wenn das Ganze läuft, dann wird es wahrscheinlich sehr tödlich sein in der Gegend. Das heißt, da wollen wir dann wirklich nicht mehr herkommen müssen. Nur im äußersten Notfall. Und ansonsten wollen wir uns hier gar nicht mehr drum kümmern. Das einfach nur aus der Entfernung irgendwie beobachten oder so. Und uns an unseren Atomkraftwerken erfreuen. Genau, dann müssen wir noch gucken, wo wir die Nuclear Wastes hinbringen. Also die ganzen nuklearen Abfälle, die wir da produzieren. Vielleicht, wie gesagt, versenken wir die in dieser geheimen Höhle da hinten. Das wäre ganz praktisch, da sind die dann erstmal aus dem Weg. Und ja, müssen wir mal gucken, wie viel wir davon produzieren, ne? Wenn es zu viel wird, dann ist das auch wieder ein großes Problem. Ja, Atomkraft, nicht so cool. Gibt schon einen Grund, warum man da eigentlich von weg will. Aber im Moment ist das hier unsere einzige Möglichkeit, um weiter zu expandieren. Es sei denn, wir pflastern alles mit Kohlekraftwerken zu, aber das ist ja auch nicht so schön, ne? Das ist auf jeden Fall ein echtes Mammutprojekt hier, viel größer als ich gedacht hätte. Das wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen, bis alle Atomkraftwerke laufen. Aber hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, war super interessant bis jetzt. Mal gucken, wie das dann nächste Episode weitergeht. Ich bin mega gespannt, freue mich drauf, die Atomkraftwerke anzuwerfen. Ich hoffe natürlich, ihr genauso. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode Satisfactory. Bis dann. Tschüss.